Die letzte Generation lässt nicht locker. Am Donnerstagmorgen kleben sich die Aktivisten wieder auf die Straße und blockieren den Verkehr, dieses Mal auf der A100 in Berlin, auf der Höhe des Kaiserdamms Richtung Norden. Die Einsatzkräfte sind jedoch schnell vor Ort, um die Blockaden gleich wieder aufzulösen. Zunächst sind die Aktivisten mit 3 Autos auf die A100 gefahren und haben dann angehalten. Direkt danach haben sie sich an ihre Fahrzeuge geklebt. Laut Verkehrsinformationszentrale hat sich ein Stau mit mehr als 30 Minuten Verzögerung gebildet. In Berlin war die Polizei mit insgesamt 300 Einsatzkräften im Einsatz. Es gab nämlich noch weitere Aktionen der Klimaaktivisten am Kudamm und am Jakob-Kaiser-Platz.